Hallo alle zusammen hier in unserer fantastischen Runde und alle, die uns zuschauen. Da draußen schlägt gerade die Turmuhr der Basilika St. Jakob in Straubing. Und es ist heute zum 7. Mal Grundl Grill nach einer kurzen Sommerpause. Und wir hatten Verkehr, wir hatten Inklusion, das letzte Mal Fußball mit Claudia Roth und Christoph Daum zur Fußball-EM. Und der Ehrgeiz war natürlich groß, das noch toppen zu wollen. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Das werden wir jetzt mal dann gleich auch feststellen, ob wir ein bisschen Punkrock hier heute machen können. Es ist eine große Runde, so viel hatten wir noch nie. Wir machen dafür auch ein bisschen länger. Und ich werde die Vorstellungen ganz, ganz kurz halten, weil ich glaube, viel ist auch nicht nötig. Ich freue mich sehr, dass hinter mir Barbara Muhr, nur räumlich hinter mir, das ist eine Malerin aus Straubing, Kulturpreisträgerin der Kommune, der Stadt Straubing 2017, die zurzeit als Museumskuratorin in Deutschland unterwegs ist. Dann Charlotte Goltermann. Charlotte kenne ich von allen, die hier heute dabei sind, am längsten. Wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Charlotte hat mal einen Coverentwurf gemacht für eine völlig erfolglose Band, bei der ich gesungen habe. Und dass man sich nach 30 Jahren noch wieder zusammenkommt, ist, glaube ich, finde ich bemerkenswert. Sven Regener muss ich nicht vorstellen, Element of Crime-Sänger und sehr erfolgreicher Buchautor. Ich bin Fan, das sage ich jetzt mal ganz platt, und freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid. Leander Hausmann, muss ich mal überlegen, was ich Schlaues sage, also nicht zu schlau, von der Sonnenallee bis Müggelsee, glaube ich, genau wie Charlotte auch bei diesmal Grün, also der Initiative, die ihr gestartet habt. Das wird natürlich ein Thema sein, was mich interessiert, was vielleicht auch die Leute interessiert, eure Beweggründe. Henning May und Christopher Annen von den famosen Annen May Kantereit. Freut mich super sehr. Christopher hat mich auch schon im Bundestag besucht und Henning war einer der ersten, der uns mal die Leviten gelesen hat in einer Zoom-Zusammenkunft mit mir und Katrin Göring-Eckardt war es, glaube ich. Der das sehr, die Grünen auch ein bisschen nie, nicht niedergemacht, aber sehr kritisch war, was natürlich immer super ist. Und die kritischste von allen, nach meiner Wahrnehmung, Balbina, mit der ich mich schon relativ oft getroffen habe, auch im Bundestag, weil neben Horst Seehofer haben wir uns hingesetzt und dann auch immer ein bisschen gestritten, auch über grüne Urheberrecht und so weiter. Super, dass ihr da seid. Und ich starte jetzt mal mit, also es ist, der Ablauf auch ist immer ähnlich. Man diskutiert so 45 Minuten, weil wir heute ein bisschen länger machen, über die wichtigen Themen. Dann schmeiße ich hier den Grill an, weil die heißt ja Grundl grillt. Es kommt kein Tier zu Schaden, sage ich gleich immer vorweg. Und dann werde ich jedem eine persönliche, nicht zu persönliche Frage stellen. Und dann schauen wir mal, ob im Chat relevante Fragen auftauchen, die wir dann auch beantworten können. Okay, das war's mit mir. Leander, warum machst du mit bei diesem Aufruf? Warum sollen die Leute jetzt plötzlich diese spießigen Grünen wählen? Naja, spießig sind wir alle am Ende des Tages. Wer zu anderen spießig sagt, ist selbst spießig. Ehrlich gesagt, hat das was mit der Gesamtüberschrift zu tun. Also, ja, ich mache mir in der Regel wenig Sorgen um die Welt, aber irgendwie nimmt jetzt das bei mir doch einigermaßen zu. Und da bietet es sich an, eine Partei zu wählen, die das doch zumindest als ihr Hauptkernthema beschreibt. Und ich habe drei Kinder und noch eins dazu, ein Beutekind. Und ich mache mir Sorgen um die Zukunft dieser Kinder. Das sieht man nicht ähnlich und das ist man nicht von mir gewöhnt, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass mich bestimmte Sachen auch ärgern, auch bei den Grünen. Und vielleicht komme ich ja mal in die Gelegenheit, das auch mitzuteilen und das vielleicht auch zu ändern, weil es mich ärgert, dass es so ist und dass man es doch relativ einfach auch ändern könnte.
Also ich will mitmachen. Also. Das ist super, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich habe auch 40 Jahre gebraucht, zum Beispiel, um mich zu einer Partei zu bekennen. Charlotte, du bist schon so die Triebfeder hinter der ganzen Geschichte. In Bezug auf, warum denkst du, ist es an der Zeit, dass jetzt Künstlerinnen und Künstler, das ist ja eigentlich der große Sprung, das gab es ja seit Willy Brandt eigentlich nicht mehr. Genau, darüber haben wir auch, das ist oft gefallen, das Thema, dass die Künstler sich so lange aus der Politik auch rausgezogen hatten. Also wir fanden das auch richtig und wollten uns da nicht einmischen. Aber ich glaube, es ist einfach so der Punkt gekommen, wo es halt nicht mehr ging. Und ich denke, für uns Künstler gibt es sowohl auf der einen Seite auch das Gesellschaftsbild, was wichtig ist, aber natürlich wie für alle auch das Klima. Und wir wollen halt auch eine Welt haben, in der alle glücklich sind und schön leben können. Und wir auch, ja, so ganz einfach. Ich will ja nicht aufrufen wie in der Schule, aber Christopher, ich stelle jedem die gleiche Frage im Endeffekt. Habt ihr andere Beweggründe? Oder du warst ja erst vor kurzem auf der Bühne in Köln, glaube ich, mit im Vorprogramm, muss man nicht nur sagen, von Annalena Baerbock, ich war nicht dabei, genau. Habe ich natürlich in Social Media gesehen. Das ist auch ein großer Sprung, sich da draufzustellen, wenn eine, wie ich finde, natürlich famose politische Akteurin daherkommt. Ja, das war auf jeden Fall super aufregend und total schön, der Abend, weil mal so als Vorband von der Kanzlerkandidatin zu spielen, hat man auch nicht immer die Möglichkeit. Und mir war das auch sehr, sehr wichtig, den Grünen da Support zukommen zu lassen, weil ich mich genau die gleichen Fragen natürlich irgendwie umtreiben, wie kriegt man das hin, dem Klimawandel irgendwie zu begegnen. Und da sehe ich auf jeden Fall die größten Kompetenzen bei den Grünen. Darum habe ich mich da voll gefreut, dass ich da spielen durfte. Henning, du nickst, du warst aber nicht bei dem Konzert dabei. Nee, ich war da nicht dabei, aber ich kann da trotzdem nicken. Ja, also wenn man dich fragt, würdest du vielleicht mitmachen, wenn es in den Zeitplan reinpasst. Ich habe es ja jetzt auch gemacht, ne? Ja. Ich war ja am Humannplatz und habe da vor Annalena zwei Lieder gespielt. Das war jetzt eher so eine räumliche Sache, dass Christopher und ich da nicht gemeinsam waren. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist natürlich schon auch so, dass ich dann doch auch manchmal so ein bisschen Berührungsängste habe, wenn es jetzt so um die ganz wahlkampfigen Bühnen geht. Also muss ich einfach zugeben. Also ich war in Kiel die Luise Amtsberg besuchen und habe mit der ein bisschen Wahlkampf gemacht, auch so Straßenwahlkampf, auch mal so Flyer verteilen und Häuserwahlkampf. Und das ist natürlich zwischenzeitlich auch sehr schön und irgendwie sehr produktiv, aber dann doch auch manchmal erstaunlich, was einem da irgendwie an Hass entgegenschlägt, wenn man sich für irgendwie eine für alle wichtige Sache einsetzt. Und ich glaube, das hat ja, oder haben die meisten ein bisschen diese Berührungsangst mit diesen Wahlkampfbühnen einfach aufgrund des Hasses. Ja. Entschuldigung für den Downer jetzt. Nee, das ist kein Downer, das ist einfach eine Beschreibung und das ist auch die Beschreibung, wenn du an einem Wahlstand stehst, dass es ist zwar nach meiner Wahrnehmung hier, ich bin ja richtig wir sind in der grünen Diaspora, wir waren immer wirklich ganz, ganz schlecht in den in den Wahlergebnissen die letzten Jahrzehnte oder ich bin auch im Dorf aufgewachsen, also in 80% CSU oder noch mehr. Und dann gab es zwei Stimmen für die SPD. Da wussten wir, weil das ist einmal noch kommunistischer Bund Westdeutschland. Und dieser, genau, aber Sven, man gibt ja auch als Künstler, ich will nicht sagen, man gibt was dran, aber die Reaktionen sind natürlich, warum, will ich gar nicht wissen, ich will mir die Mucke anhören. Wie wichtig ist sowas oder ist meine Wahrnehmung da nicht richtig? Also ich würde nicht über sowas singen, weil ich glaube, dass in der Politik nicht gesungen werden sollte. Und ich glaube, dass Musik ist ganz stark Geschmackssache und Politik nicht.
In der Politik rede ich nicht über Geschmack oder über Vorlieben. Das ist irgendwie Unsinn. Sondern da geht es irgendwie um das, was richtig ist, um Vernunft. Vernunft hat in der Kunst keinen großen Wert. Kunst ist das Gegenteil von Vernunft. Das hat viel mit Gefühlen zu tun und solchen Dingen. Und ich möchte eigentlich Gefühle in der Politik nicht haben. Deshalb, und dazu kommt noch, als Künstler ist man immer überwiegend abgelehnt. Das heißt, selbst wenn du 1 Million Bücher oder Platten verkaufst, haben immer noch 98% der Deutschen deine Bücher nicht gekauft. Wenn es an der Politik geht, aber um richtige Mehrheiten. Das heißt, ich glaube, dass man den Zusammenhang so gar nicht herstellen sollte. Ich glaube nicht an den Zusammenhang von Politik und zum Beispiel Gesang. Das ist aber ein bisschen meine persönliche Meinung. Deshalb würde ich das nicht tun. Weil ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich auf so eine Veranstaltung gehe und viele von den Leuten da finden das einfach doof, was ich mache als Musiker. Und das ist ihr gutes Recht. Warum sollen die dann überzeugt sein, politisch? Weil ich da singe. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Weißt du? Also, wenn ich U2 nicht gut finde, dann ist es ja kein Grund, deswegen das abzulehnen, was Bono in Bezug auf die Verschuldung der Länder der dritten Welt sagt. Aber umgekehrt. Ja, wenn ich U2 gut finde, muss ich noch lange nicht für die Entschuldung der Länder der dritten Welt sagen. Es gibt keinen Zusammenhang. Und weil irgendwie mein Verhältnis zu U2 davon bestimmt ist, was ich für Musik gut finde und was nicht. Und deshalb möchte ich nicht, dass jemand zu mir sagt, hey, wenn du meine Musik gut findest, dann musst du auch politisch das und das denken. Das ist nämlich gegen alle Vernunft und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb bin ich gegen die Verbindung von Kunst und Politik. Oder wie Leander mal gesagt hat, er ist auch gegen die Verbindung von Kunst und Religion, von Politik und Religion. Und so sehe ich es in Bezug auf die Kunst eben auch. Das hast du mir damals gesagt, Leander, und du hattest völlig recht damit. Albina, also ich könnte jetzt da wirklich eine halbe Stunde dagegen sprechen, ein bisschen auch, das versuche ich nachher zu machen. Ja, aber da musst du selber singen, Erhard, weißt du? Ja, ja. Nein, das ist ganz wichtig jetzt mal, weil das ist einfach so, ich mag das nicht, dass man versucht sozusagen, also man versucht ja nicht den Klempner, der irgendwie sein Geld mit Klempnern verdient, dafür zu kapern, dass er jetzt für die Grünen Klempner hat. Aber bei den Künstlern will man das immer. Das Problem ist bloß, das kann sehr kontraproduktiv sein, wenn die Leute die Musik, die man macht, zum Beispiel nicht mögen. Und aber dann trotzdem die Grünen wählen sollen. Deshalb bin ich halt dagegen. Sorry. Ja, nee, da hast du recht. Aber ich glaube, die natürlich singt welche oder... dass man über Gefühle singt, das ist das Entscheidende natürlich, aber oder wenn ich sage, ein Lied wie The Rising von Bruce Springsteen, das ist so mein Don't Stop, also das höre ich mir an, bevor ich irgendwo auf die Bühne muss oder bevor ich irgendwie mich einer Wahl stelle, dann weiß ich natürlich, dass Springsteen auch, keine Ahnung, Clinton unterstützt hat und jetzt Biden und so. Ich weiß nicht, ob das alles miteinander was zu tun hat. Aber ich komme, Albina, mich interessiert das auch. Also du bist ja eigentlich Aktivistin, aber du bist natürlich voll Künstlerin. Und wie kriegst du das zusammen oder wann nervt dich das, dass du zu, oder denkst du, manchmal bin ich zu viel Aktivistin? Du bist entstummt, aber wir hören dich nicht. Du bist ein, genau. Irgendwas geht nicht. Wir sind ganz. Nochmal? Vielleicht an diesen Stöpseln? Nee, shit. So, jetzt. Jetzt, super. Ja, ich habe die, Kopfhörer rausgenommen. Beim zweiten Versuch ist man ja sowieso mal besser. Ich würde mich gar nicht als Aktivistin bezeichnen. Ich nehme das mal als Kompliment an. Ich würde immer noch sagen, ich bin hauptberuflich Musikerin und Produzentin. Und das ist auch tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, immer noch meine Hauptprofession, die meiste Zeit meiner Arbeitszeit einnimmt. Allerdings habe ich mich in diesem Wahlkampf nicht überparteilich eingesetzt, sondern ganz klar parteilich, weil ich bei diesem Wahlkampf einfach der Meinung bin, es gibt keine wählbare Alternative zu den Grünen, weil ich einfach finde, dass die letzten 16 Jahre der Regierung einfach keine nachhaltige Politik. Und wir müssen einfach gesellschaftlich solidarisch ein neues Zeitalter eröffnen, in dem es nun darum geht, Lebensräume zu sichern. Und Lebensräume sichern bedeutet zum einen klimaneutral zu werden,
was das Ziel Nummer eins ist. Das hat die Regierung mit CDU-Beteiligung seit 16 Jahren nicht hinbekommen. Das können die Grünen schaffen, weil sie mittlerweile eine sehr große Partei sind und weil sie das eben als Nummer eins Thema haben, seitdem sie bestehen. Und der zweite Punkt, der für die Grünen spricht, ist, das hat ja, das hattest du ja, er hat gerade angesprochen, die Diskursmöglichkeit. Wir wissen ja beide, wir haben uns 2 Jahre lang gestritten, also ich und ihr, zum Urheberrecht. Und ich mag euch aber trotzdem ganz gerne, weil man sich mit euch so gut streiten kann. Und das ist für mich auch ein Grund, warum es die einzige wählbare Partei ist, weil eben der Diskurs auch möglich ist und ich immer noch der Meinung bin, dass wir vor allem, du Erhard, du unterstützt mich ja jetzt im Kampf, was ich ganz toll finde. Und wir beide werden jetzt weiterhin deine Parteikollegen überzeugen, so lange, bis sich die Bedingungen für uns Künstler gebessert haben. Und ich glaube, das ist nur in dieser Grünen Partei möglich. Und da spreche ich halt immer gerne davon, dass man nicht jeden Einzelnen mögen muss bei den Grünen und auch nicht jedes einzelne Thema richtig besetzt ist, aber nichtsdestotrotz, das ist wie in einer Familie. Man streitet sich, man ist sich nicht immer einig, aber die Grundstimmung, die stimmt irgendwie und uns verbindet das grüne Blut. Ja. Wir müssen natürlich wie immer aufpassen, dass wir nicht uns total selbstvergewissern, aber du hast es genau gerade angesprochen. Es gibt ja diese Konflikt Punkte natürlich ganz klar, wenn man beim Urheberrecht genau hinschaut. Ich sage jetzt mal, ich muss ja natürlich, ich sehe als Kulturpolitiker natürlich, wäre ja auch wirklich komisch, auf der Seite der, wenn man, das ist, ich sage es ganz einfach, auf der Seite der Urheberinnen und Urheber. Und aber es gibt natürlich einen Diskurs in der Partei, den ich auch respektiere. Oder ich sehe natürlich auch Netzfreiheit, die NetzpolitikerInnen haben natürlich auch relevante Punkte, aber vielleicht nicht so relevant, wie sie meinen. Und es ist ein ewiger Prozess und es ist wie so ein Riesentanker, den man dann ein bisschen in die Richtung vielleicht verändern kann, die man selbst vertritt. Das gelingt nicht immer, weil wenn man die schlechteren Argumente hat, ich würde ganz schon auch ganz konkret zum Urheberrecht, Balbina, jetzt der Kompromiss, ist das, also ich höre von vielen, Matthias Hornschuh, der da so ungefähr, da ist jetzt keiner zufrieden, also wird schon irgendwie passen. Teilst ja, nee, das würde ich, dem Herrn Hornschuh würde ich da nicht zustimmen. Es gab ja auch, schon wirklich, nachdem die Abstimmung war und wir ganz klar wussten, dass es soweit kommen wird, gab es ja danach auch große Entrüstung in der Künstlerbubble und das ist natürlich kein guter Kompromiss für uns. Ich möchte das jetzt nicht so in allen Details ausführen, weil das ist ja, weiß ja selber, Erhard, das ist eine Thematik, da könnte man 5 Stunden drüber reden. Faktisch denke ich, dass die Position der Grünen eine Position ist, die aktuell meiner Meinung nach nicht alle kausalen Zusammenhänge richtig erfasst hat. Und da denke ich, kann ich Aufklärungsarbeit leisten und werde mich auf jeden Fall durch viele deiner Parteimitglieder durch die Büros argumentieren, weil ich einfach glaube, dass da Wissenslücken noch sind. Und das hatte ich auch schon in ein paar Zoom-Panels auch bemerkt. Und da haben deine Kollegen auch ganz offen zugegeben, dass sie nicht informiert waren oder nicht genau wussten, wie sich das im Detail auswirkt. Und ich glaube, dass wir da erstmal Grundsatzarbeit leisten müssen und aufklärende Arbeit. Ich bin aber bereit dazu. Ich hatte mich jetzt mit Konstantin auch unterhalten beim Triell und wir wissen ja alle, dass er eine sehr starre Position hat, haben uns aber da jetzt dann doch schon zum Gespräch verabredet. Die Luisa Amtsberg wird vielleicht auch noch hinzustoßen und das halte ich auch gerne super transparent, weil ich finde, da können auch alle teilhaben an diesem Prozess. Und da werden wir jetzt nochmal angreifen, weil ich einfach glaube, dass zum Beispiel der Konstantin viele Argumente nicht genügend beleuchtet hat, die sehr, sehr großes Gewicht haben. Okay, da Konsti jetzt nicht da ist, müssen wir ein bisschen... ich weiß, aber ich spreche ja... Also das ist kein Kritikpunkt, er hat mir den Dialog eröffnet. Das ist ja gerade das Gute. Ich habe gesagt, ich finde, wir müssen nochmal drüber sprechen und ich würde auch gerne mit dir darüber sprechen, weil du eben eine sehr eindeutige Position hast und ich glaube, dass ich dich schon von der einen oder anderen...
Sachlage überzeugen kann. Und daraufhin hat er gesagt, sehr gerne, bitte komm, bitte für deine PowerPoint-Präsentation vor, die ich ihm angekündigt habe. Und er war da sehr, sehr offen. Also ich deswegen sage ich ja auch, das ist ja diese Diskursmöglichkeit. Das ist ja diese Möglichkeit zu sagen, wir kommen jetzt nochmal und rollen nochmal ein Thema auf, das ganz eindeutig bei euch besetzt ist, weil ihr mit der fortschreitenden Zeit, mit dem Alltag einfach merkt, dass vielleicht eine Position nochmal beleuchtet werden muss, wenn sich über 2000 Künstler in einer Unterschriftenaktion gegen ein Gesetz wenden. Und ich glaube, das ist eine Stärke, das ist eine Diskursstärke. Okay, gut. Ich will es nicht abwürgen oder wir sind auf der Grillparty. Jeder kann sagen und kann sich einklinken. Ich hätte mich direkt eingeklinkt. Ich hätte direkt gesagt, dass ich erstmal toll finde, dass es noch Künstlerinnen, Künstler wie Balbina gibt, die irgendwie diesen Dialog eingehen. Dass ich aber eben denken musste, als Balbina sagte, man muss auch irgendwie in den Dialog zur Politik gehen, um denen die Sachlagen auch irgendwie verständlich zu machen, dass ich erstmal direkt an mich selber denken musste und daran dass ich immer noch zu wenig weiß, aber vor einem halben Jahr noch viel weniger wusste. Und dass auch einfach Künstler und Künstlerinnen sich ganz oft nicht wissen, was da gerade alles passiert und wie viel unserer Existenz auch davon abhängt, welche Gesetze wie sind. Und ich glaube, da sind auch einfach nicht nur die Politik nicht gut informiert, sondern da sind auch Künstlerinnen und Künstler nicht gut informiert. Das wollte ich nur so anfügen. Ja, denke ich auch. Also ich behaupte nicht, dass ich da alle Aspekte immer sofort parat oder zusammenführen kann. Ich erlebe es halt, dass einfach das Problem darin lag, dass man sich ja nicht bekannt hat. Also dass allen alles versprochen wurde und dann hat sich halt dieser Widerspruch und dann kommt sowas raus, wie das, was wir jetzt haben. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass uns in dieser ganzen Debatte gerade am Anfang ein unglaublicher Hass entgegengeschlagen ist, den Künstlern. Den weiblichen und männlichen Künstlern, um es mal so zu sagen. Dass es nämlich so lief, dass man gesagt hat, was wollen die eigentlich? Das interessiert uns doch gar nicht. Und ihr habt zum großen Teil mit den Grünen zum Beispiel auch die Piratenpartei beerbt, was die Mitglieder betrifft, und habt das auch in Kauf genommen, dass ihr diese ganzen Leute bei euch habt, die genau so wahnsinnig kunstfeindlich sind, wie man es nur eigentlich fast nur an einem Ingenieursland wie Deutschland sich vorstellen kann. Ganz ehrlich mal. Das Land, das jetzt hergeht und diese EU-Urheberrechtsnovelle, die ziemlich eindeutig ist, nicht 1:1 umsetzt. Warum eigentlich nicht? Und ihr habt euch enthalten. Da muss man einfach mal so klar sagen, die Grünen, ich bin ja Mitglied, also ich kann ja auch sagen, wir, ja, also wir haben uns enthalten. Es gab keinen Standpunkt dazu. Warum nicht? Weil ihr Angst vor genau dieser Konstantin von Natz-Notz-Fraktion, von Natz-Notz oder wie auch immer Fraktion hattet, die nämlich genau das alles nur mies finden, weil was wollen diese Künstler eigentlich? Warum wollen die eigentlich Geld? Die haben doch Spaß, die machen doch diese Kunst. Die sollen doch froh sein, wenn wir sie mögen. Und genau diese Haltung, diese kunstfeindliche, miese Haltung, die hat einen ja so wahnsinnig traurig gemacht. Weil in der Zeit, als es wirklich drauf ankam, hat von euch keiner die Stimme erhoben. Es war nämlich tatsächlich so, dass die einzigen Freunde, die wir hatten, und das war die größte Niederlage für alle Künstler, die ich kenne, die einzigen Freunde, die wir hatten, war die fucking CDU. Und das ist echt schlimm. Und das solltet ihr euch echt, ihr solltet euch einfach nur schämen. Das ist die ganze bittere Wahrheit. Und das wird nicht besser, indem ihr erzählt, wir diskutieren noch. Nein, wir diskutieren seit 15, 20 Jahren darüber. Und ihr habt uns immer nur im Stich gelassen. Bis jetzt zuletzt bei der EU-Urheberrechtswelle auch nochmal. Und das tut mir wirklich weh, muss ich sagen. Und deshalb muss ich sagen, deshalb gibt es eben bei diesem Aufruf, die Grünen zu wählen, diesmal Grün, diesen Vorbehalt, dass man sagt, obwohl sie eigentlich scheiße sind, ehrlich gesagt, wählen wir sie trotzdem, weil es wichtigere Sachen gibt, wie diesen Klimawandel zum Beispiel, gegen den wir wirklich was tun müssen. Aber das ist mal genau der Punkt. Aber also, dann vielleicht besser erzählen, trotzdem wir grün. Diskutieren noch. Dann das vielleicht ist alles besser trotzdem grün als diesmal grün. Ich muss wirklich was... Ich will auch noch was ganz kurz sagen, weil ich glaube... Ich muss Konstantin wirklich in Schutz nehmen. Natürlich nicht nur aus Loyalität, sondern es ist natürlich auch es ist ein breites Portfolio. Und bei aller Liebe des Urheberrechts, das trifft euch 100% volle Kanne, das ist mir schon klar, aber es ist im politischen Spektrum ein Teil, sage ich mir. Ich will es nicht kleinreden, aber es ist ein Teil und zur CDU, ich lasse das fucking weg,
das ist auch sehr viel Show gewesen. Weil was in Deutschland passiert ist, das ist dann nämlich auch... Das ist nicht wahr. Sie haben dafür gestimmt, ihr nicht. Ziemiak hat vor der Europawahl oder es hat mit bei, hat ganz 1:1 eigentlich die ganze Chose wie Piratenpartei erzählt. Also das ist wie bei der SPD gewesen. Die haben die zwei Player gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind von der Zustimmung zur Enthaltung gekommen. Das ist ein weiterer Weg. Ich kann nur Politsprech machen und sagen, wir arbeiten dran. Leander. Also ich will noch was ganz kurz sagen, weil er hat, du denkst jetzt so, oh mein Gott, das soll ja jetzt Pro-Argumente für die Grünen natürlich hier irgendwie in dieser Diskussion ergeben. Aber ich finde ja gerade, das ist das Wichtigste und das ist eigentlich das Essentielle. Wir kritisieren einen Punkt, der uns essentiell betrifft und möchten trotzdem grün wählen, weil wir einfach den Eindruck haben, dass die Schnittmenge der Interessen dennoch sehr, sehr hoch ist, ja, die wir mit keiner anderen Partei haben. Und ich glaube, das, was Sven gerade gesagt hat, und ich fühle es, das, was Sven meint, ist, die Grünen sollten nicht vergessen, dass wir, obwohl sie uns nichts zugesichert haben, uns kein Backup gegeben haben, was dieses Urheberrechts-Ding anbetrifft, dass wir uns trotzdem für die Grünen in die Öffentlichkeit stellen, weil wir für die Grünen kämpfen. Und ich hoffe, sie werden das nicht vergessen. Und wir haben überhaupt keine Garantie. Das kann genauso weiterlaufen, wie es davor gelaufen ist. Denn das Gespräch, was ich mit Konstantin hatte, und wie gesagt, ich spreche das im positiven Kontext aus. Das Gespräch, was ich mit ihm hatte, wo er mir zugesichert hat, wir bleiben im Dialog, ist natürlich auch des Ausgangs nicht sicher, ja. Und dennoch stehen wir hier. Und das ist wirklich das Tolle, weil wir andere Sachen priorisieren und weil wir uns zurücknehmen, um einfach für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen, die irgendwie nachhaltige Klimapolitik macht, ja. Und das ist, ich glaube, das ist eigentlich der Superlativ von, von Wahlkampf, den man eigentlich haben kann. Denn ihr habt halt nicht irgendwelche gekauften Testimonials, wie die CDU, die halt irgendwie ihre gekauften Zähne in die Kamera halten, sondern ihr habt denkende Menschen, die auch Dinge hinterfragen, die ihr macht. Und dennoch diese Entscheidung treffen. Und ich glaube, man kann keine engagierteren Wahlkämpfer haben als solche. Und deswegen finde ich, hat das auch Raum in dieser Talkrunde, die wir jetzt haben, weil die wird jetzt nicht eskalieren und wir sagen alle, wir treten jetzt aus und wir gehen weg, weil das alles blöd ist, sondern wir sagen, nein, bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute werden wir für Annalena kämpfen und werden wir für die Grünen kämpfen. Und wir hoffen. Und das ist das Einzige, was wir sagen können. Das ist das Einzige. Wir hoffen, dass Sie uns in der Urheberrechtsdebatte vielleicht doch noch mal eine Tür öffnen. Ich will jetzt nicht das Thema wechseln. Jetzt, darf ich mal was sagen? Ja, Leander nämlich. Ach, ich bin schon ganz gespannt. Ja, nein, es ist nichts Besonderes. Also ich habe auch eine diagnostizierte ADHS und kann auch nicht immer allem folgen. Vor allem, wenn es diese Worte so breit streuen wie eine Tennismaschine, wo man dann von allen Seiten diese Tennisbälle abbekommt, ähnlich wie dem Shitstorm, den wir auch ausgesetzt sind. Ich bin vollkommen illusionslos. Also das ist ein Vorurteil. Ich kenne nur drei Politiker, die ins Theater gegangen sind, also ich dort gesehen habe. Ja, wenn wir jetzt mal von Bayreuth und anderen Sachen mal absehen, und ich habe eigentlich auch noch keinen Politiker tatsächlich aus einem Klassiker zitieren hören, oder ich traue also niemandem irgendeine Form von Kultur zu. Mein Dasein jetzt für diese Partei ist in dem Moment, und da kann man meinetwegen auch Piet Sieger wie Scholl Overkam singen oder auch wie Dylan in seiner Frühphase sich auch schon mal einsetzen für Martin Luther King. Wenn aber die Macht erreicht ist, bin ich ums Eck, das ist klar. Also ich werde nicht auf dem Podium der Macht in irgendeiner Form ein Lied singen oder es gibt für mich auch keine Bösen, also keine Leute, die gekaufte Zähne haben und der ganze Quatsch. Dieses Feindbild gibt es einfach für mich nicht. Ich habe da zu großen Respekt auch vor den CDU-Leuten und vor den SPD-Leuten. Ich muss das leider so sagen. Es geht wirklich um die Sache und nicht gegen Personen. Das nervt mich auch. Es ist uncharmant, ja. Es ist beleidigend. Und es geht in eine Richtung, die mir wirklich auf den Keks geht. Und im Übrigen ist es auch in der Regel leider ununterhaltsam.
Das heißt also, was wir hier machen, ob wir nun Lieder für diese Partei singen oder Filme machen oder also ich mache mir keine Illusionen darüber, dass irgendjemand irgendwie für mich ein Urheberrecht klärt, außer ein Rechtsanwalt und der das vor Gericht für mich erkämpft, wozu ich aber zu faul bin. Ja, weil ich kein Prozesshansel bin. Also werde ich mich damit zurechtgeben, dass wir Regisseure beispielsweise gar keine Urheberrechte besitzen, sondern alles mit einer Gage abgegolten ist. So, das nur nebenbei. Und diese 2 Jahre Pandemie, um das jetzt abschließend zu sagen, haben uns ja deutlich gezeigt, dass die Maske ja gefallen, wie kulturlos dieses Land generell ist. Ja, also wie eine weinende Friseurin an vorderster Front für ein durchaus natürlich auch bedauernswertes Gewerbe in dieser Zeit sich Rechte erkämpft und wie sehr wir doch in den Hintergrund getreten sind, wie wenig das Wort Theater beispielsweise gefallen ist in den Reden, wenn es um die Aufzählung der Geschädigten ging. Ich zum Beispiel, auch wenn man es jetzt hier vielleicht nicht sieht, in zwei Monate keine Einnahmen in dieser Form ist das weg. Da muss ich das verkaufen, dann kann ich das Bild hier abbringen. Das ist eine Merit Oppenheim, mit der ich zufällig verwandt bin. Und dann muss ich das verkaufen. Ja, ich möchte nur nicht, um das jetzt wirklich meinen Abschluss zu finden, ein jammernder alter Mann werden, der wütend auf die Regierung ist. Weil diese Tendenz, die spüre ich bei mir. Ich spüre so eine Wut, die ich nicht definieren kann und die mich ärgert, weil ich eigentlich ein lustiger Geselle bin. Ja? Und wenn es mir zu ernst wird, muss ich irgendeinen Quatsch machen. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich wähle die Grünen und wenn sie an der Macht sind, bin ich ein kleines, was ich ja sowieso auch so bin, Licht mit einem, warum kriege ich überhaupt, wo sind überhaupt die Parteibücher, Freunde? Hat man gar kein Parteibuch als Grüner? Ah, okay. Nee, wir nennen uns alle nur Freunde, das war's schon. Ah, okay. Na, ist immerhin, das liegt natürlich an meiner Vergangenheit, immer noch besser als Genossen. Man soll nicht zu viel über sich selbst sprechen, aber manche Wordings kann man auch vermeiden oder wenn es einem nicht passt. Ich kann überhaupt über niemanden anderen sprechen als über mich. Mhm. Also ich bin der Einzige, den ich kenne. Ja, vielleicht noch meine Töchter und meinen Sohn oder so, aber ich kann ja nicht über andere mutmaßen. Ja, also ich kann ja nur mich selber in dieser Gesellschaft wahrnehmen. Das ist ja meine Aufgabe als Künstler. Ja, ich habe keinen Auftrag außer den ich mir selber stelle. Ja, und das ist was sagst du, Sven? Würdest du mir da irgendwie mal ausnahmsweise zustimmen oder? Ja und nein, also so gesehen. Ich wollte ja eben noch sagen, als Sven sagte, es fragt ja auch niemand, ob niemand fragt irgendwie einen Klempner, ob der vielleicht mal für die Grünen klempnern würde. Da habe ich gedacht, du, wenn ich jetzt Klempner wäre, die Grünen würden mich fragen, ob ich klempner, ich würde auch klempnern. Also wäre kein Problem. Wir fragen ja auch Klempner. Das stimmt nicht. Ja, glaube eher, Sven meint, dass Klempner mal im Vorprogramm. Dann nehme ich das natürlich zurück. Aber als der Klempner fragt, ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ich bin gerade den Grünen beigetreten und schwupps saß ich beim Essen mit dem Bundesgeschäftsführer. Und er fragte, ob der Jakob nicht auch dazu kommen könnte, der auch Mitglied der Grünen sei, was ich gar nicht wusste, obwohl ich mit ihm seit 35 Jahren in einer Band spiele. Was ich einfach sagen will, ist, da war natürlich eine ganz andere Nachtigall am Trapsen. Ich bin doch nicht bescheuert, Leute. Also ich weiß doch natürlich, an welchem Punkt, wo sich die Grünen für die Künstler interessieren. Das ist dafür, wir können dann irgendwie singen und tanzen als Spaßvögel, bevor ihr die wichtigen Reden haltet. Aber wenn es tatsächlich zum Beispiel um so eine Dinger wie Urheberrecht geht, sind wir einfach nur irgendwelche Arschlöcher, die irgendwie Geld haben wollen für was ihnen doch eigentlich Spaß machen sollte. Und das hat mich geärgert. Die Grünen haben sich leider in den letzten 10, 15 Jahren als extrem kunstfeindliche Partei etabliert. Und das hat mich geärgert. Und trotzdem, und da hat Balbina, das ist nämlich das entscheidende Punkt, dass man dann trotzdem sagt, man sollte die Grünen wählen, spricht dafür, dass die Grünen letztendlich an anderen, vielleicht auch durchaus wichtigeren Themen ganz nah den Finger drauf haben. Und deshalb machen wir das. Und nicht, weil ihr irgendwie tolle Typen seid. Das seid ihr nämlich nicht. Es tut mir furchtbar leid. Ihr seid keine tolle Partei. Es macht keinen Spaß, bei euch Mitglieder zu sein. Und ein Lied wie Kein schöner Land, was ihr da gemacht habt, zu hören, das war sowas von peinlich, dass man so würde ich sagen, warum habt ihr eigentlich niemanden, wenn ihr schon wollt, warum habt ihr eigentlich niemanden von uns gefragt? Seid ihr irre? Seid ihr völlig verrückt geworden? Mich zum Beispiel. Leander, der hätte euch mit dem Mundharmonika was gespielt, was besser gewesen wäre. Und das will was heißen.
Sven, das betont doch nur unsere Uneigennützigkeit. Wir versprechen uns ja im Grunde nichts davon, außer dass die Welt ein bisschen besser wird und dass andere Leute, die wir für nicht so angenehm halten und die wir nicht den ganzen Tag sehen wollen und hören wollen, dass die nicht auftreten können oder beziehungsweise etwas, wie sagt man denn, nicht so stark präsent sind, sondern will nicht sagen, die Grünen sind hübscher, obwohl es stimmt, es ist einfach, naja, es ist ein schönerer Anblick man hört gerne zu, was sie zu sagen haben, auch wenn sie sich noch finden müssen. Ich will ja natürlich daran arbeiten, dass ihr nicht nur da den Monolith-Klima habt, sondern dass man vielleicht sagt, ja, vielleicht ist die Kulturpolitik, die die Grünen machen, das ist bei uns nicht der heiße Scheiß, das gebe ich schon zu. Und um die Position des kulturpolitischen Sprechers zu kriegen, musste ich viel weniger kämpfen als zum Beispiel den Sitz im Sportausschuss. Das ist schon klar. Ich glaube, es hat sich die letzte Zeit ein bisschen geändert und ich bin ja bereit, hier den Parteiapparatschik zu geben und euch aufzuzählen, was bei uns alles super ist. Ich glaube aber schon, ich bin ja nicht als Grüner auf die Welt gekommen und ich denke aber trotzdem, dass wir als Partei mit allen Ecken und Kanten, wo ich auch gerne mal hinschleifen würde, so ein Gesamtpaket sind, dass mich das interessiert. Also ich bin ja auch nicht schon immer Abgeordneter, sondern habe hier einen kommunalen Bereich, weil das einfach reizvoll war, weil das, man hat Möglichkeiten bekommen, sich zu engagieren und natürlich guckt jeder, wofür steht die oder der oder was macht die, wie können wir das für die Partei einsetzen. Ich finde das nicht schlimm, also ich finde das sogar sehr bereichernd und also ich kann nur sagen, ich nehme das, wenn Bela B. sich da committet, dann geht es schon um den Spirit auch, glaube ich, ein bisschen oder kann jede oder jeden nehmen aus der Liste, ihr seid ja auch drauf, dass es nicht nur um ein Ding, die Grünen sind scheiße, nur in der Klimapolitik sind sie super. Es ist einfach das, was man zulässt. Also ich glaube, die Partei lässt was zu. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ich finde, Balbina hat das sehr klar und sehr gut auch ausgedrückt. Wir unterstützen euch ja. Es gibt Punkte, die sind nicht auf der Agenda, aber wir unterstützen euch ja. Wir unterstützen euch jetzt aber zum Beispiel wegen des Klimas. Aber ohne das Klima wird es die anderen Sachen in 10 Jahren auch nicht mehr geben. Das wissen wir. Wir sind ja nicht doof. Ja? Also fangen wir jetzt einfach mal an und dann werden wir sehen, wie es wird. So. Ne? Ich finde, klarer kann man es eigentlich nicht sagen. Und jeder Mensch sollte das so sehen. Oder ich glaube, dass ganz viele Leute das sehen. Und für mich ist nur die interessante Frage, warum schafft ihr es nicht, diese Leute zu überzeugen? Warum sieht nicht jeder, hey, die Grünen, die werden sich drum kümmern, die kriegen das hin. Sondern warum geht es die ganze Zeit um Sachen, die kriegen es nicht hin, die können es nicht. Das finde ich sehr interessant. Und ich fand es auch interessant, jetzt nur mal ganz am Rande, so als Frau und zum Thema Gesellschaft, dass sich keiner, fand ich, also für mich als Außenseiter, in der Partei hingestellt hat, als die Baerbock so derartig gebasht wurde, hat sich von den ganzen Typen oder Leuten, die sonst auch gerne mal ins Fernsehen gehen und sonst was machen, hat sich keiner hingestellt und gesagt, Moment mal, hier geht es um andere Themen, wir haben hier was Wichtigeres als einen Lebenslauf oder sowas. Ja? Und das fand ich auch gesellschaftlich interessant. Bin ich fertig? Gut, dann sage ich jetzt auch noch was, wenn sonst keiner was sagt. Ich bin ja Mitglied der Grünen. Ich kann also auch nicht einfach sagen, ihr oder so. Das ist nicht der Punkt. Für mich ist auch die Frage, warum ist das die gesamte Kampagne der Grünen, wo wir schon mal dabei sind, so eine kulturelle Katastrophe? Warum ist das so unfassbar? Aber das habe ich mich auch gefragt. Entschuldigung, ich unterbreche, aber ja. Dieses keiner Land, also da war ich, ich saß genauso, wie ich gerade gucke, saß ich ungefähr da. weil ich dachte, das kann nicht sein. Es gibt tolle Verarschen davon, aber das Original wird leider nie besser werden. Ich glaube, dass das auch daher kommt, dass dann doch Parteien, auch wenn die Grünen irgendwie eine jüngere Partei sind, irgendwie eingespielte Strukturen haben und dann gibt man sowas halt zu einer Agentur, anstatt sowas irgendwie in den eigenen Reihen so ein bisschen rumzureichen, bis sich da die richtigen Leute finden. Und vielleicht musste es auch irgendwie schnell gehen und deswegen wollte man zu viele Akteure man wollte einfach einen Akteur haben, anstatt irgendwie Akteure zu connecten, das weiß ich nicht.
Ich wollte aber was zu dem sagen, von wegen, man findet so wenig sympathische Leute bei den Grünen. Das stand hier immer so kurz im Raum. Ich muss sagen, ich bin schon auch bei den Grünen, weil mich da auch Personen überzeugt haben und diese Personen die Inhalte rüberbringen. Und da muss ich aber natürlich auch zugeben, das waren jetzt wenig irgendwie, hat jetzt wenig mit Urheberrecht zu tun, aber zu diesen Personen gehört es halt auch schon du, Erhard, weil du einfach diese Bereitschaft gezeigt hast, einen Standpunkt, der dir vielleicht fremd ist, mit aller Kraft nachvollziehen zu wollen. Und ich glaube, dieses, dass jemand einem gegenüber sitzt, der wirklich zuhört, das ist ja auch das, was wir suchen in der Politik irgendwie als Kunst. Und diese Type, die finde ich schon sehr oft bei den Grünen. Und um das nur aus meiner Perspektive zu beschreiben, ich habe auf jeden Fall auch mit anderen Parteien gebändelt. Also ich habe erstmal Plakate für die Linke geklebt, die haben Mindestlohn gezahlt, die Grünen nicht. Und da war ich irgendwie 16 und fand das ganz toll mit der Linken und so. Und dann habe ich natürlich auch mal mit der SPD geliebäugelt. Aber am Ende habe ich mich für die Grünen auch entschieden, weil ich da einfach Personen gesehen habe, die Inhalte irgendwie gut verpacken und zuhören. Das wollte ich nur irgendwie loswerden. Ich ist jetzt so ein bisschen der Werbung-Train, aber... Ich glaub, für mich aber auch ganz ähnlich in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte da bei dir zum Beispiel auf dann doch offene Ohren zu stoßen in vielen Punkten. Und ich glaube, dass diese Bereitschaft da zumindest, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei und habe da noch nicht so den langen Hintergrund, aber dass ich da mir schon natürlich erhoffe, dass da auch Sachen besser gemacht werden. Und zu dem, was Leander eben meinte, dass du jetzt nicht die Hoffnung hast, dass das Urheberrecht da in der Politik bestimmt wird, sondern mit einem Rechtsanwalt vor Gericht, der wird nur das Recht umsetzen können, was die Politik vorher gemacht hat tatsächlich. Und wenn dann in der Politik halt dieses Recht, wenn es einfach anders im Gesetz steht, schlecht für dich im Gesetz steht, dann kannst du noch so guten Anwalt haben und das wird dir nichts bringen. So, und da sehe ich auf jeden Fall, ist meine große Hoffnung, dass auch genau in solchen Runden wie heute, zumindest Brücken gebaut werden, dass man sich da Argumente austauschen kann. Und ich sehe natürlich auch, was du meinst vorher, Erd, dass die Kulturpolitik im Vergleich zur Netzpolitik und sowas, natürlich sind da ganz viele Themen, die man da irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und da, auf dem Thema war insgesamt mit Sicherheit jetzt nicht... konnte man sich sehr leicht einen sehr großen Shitstorm abholen. Aber da hätte ich mir auch auf jeden Fall was mehr Konsequenz dann gewünscht in dem Sinne. Aber ich muss sagen, vielleicht ist es naiv, aber ich habe das jetzt noch nicht so aufgegeben. Auch gerade bei dir. Ja, also ich kann nur sagen, wir versuchen da weiter das Ding zu drehen, das ist ja klar, oder? Aber gerade weil wie ihr das geschildert habt, ist natürlich ist ein Teil des Problems, dass man auch zu sehr dann schnell in die Selbstzerfleischung geht. Warum passt dieses nicht, warum passt jenes nicht? Das ist das zeichnet uns die Skepsis oder dass man so eine notorische Skepsis auch hat, glaube ich, ist auch schon eine Auszeichnung fast für die Partei, so ich das. Aber ich wollte unbedingt, auch wenn ich die Hand sehe, das Thema verlassen, weil sonst können wir noch bis morgen früh auch über Urheberrecht oder die Unzulänglichkeiten der Grünen oder dieses Video sprechen. Leander, ich sag mal, ey, wenn die Kulturförderung in Deutschland, wenn die durch irgendwas gekennzeichnet ist, dann ist doch das, dass der Filmbranche das Geld hinten und vorne reingeschoben wird, wenn man zumindest ein paar Fraktionen im Deutschen Bundestag glauben darf. Ja, naja, ich bin ja nicht die Filmbranche. Ich bin eigentlich Theaterregisseur und Filmregisseur. Und ich sorge für meine eigenen Projekte. Das heißt, ich muss Drehbücher schreiben, damit ein Film gemacht wird, in dem ich Regie führen kann. Ich bin abhängig von fremden Verträgen, die mir entweder angeboten werden oder die verzögert werden oder wie auch immer. Die Filmbranche hat dafür gesorgt,
dass das Fernsehen, das TV, also aufgeblüht ist in dieser Zeit. Wir wissen, das ist ja nicht mein Ding. Und die Theater haben geschlossen für 2 Jahre, sozusagen eine Einnahmequelle oder beziehungsweise meine Einnahme, eigentlich, von der ich gelebt habe, ist weggebrochen. So paradox das klingt, vom Film lebe ich ja nicht. Ich bin also sozusagen in einem Zwischenbereich, der, also wenn man da nicht vorgesorgt hat, der wahnsinnig gefährdet ist. Viele Kollegen von mir fahren für Lieferando, für die im Homeoffice arbeitenden Autoren, also Regisseure und andere, sind Produktionsfahrer geworden. Die fallen durch das Raster, ist ja klar. Also Filmproduktion ja, Theater, subventionierte Theater ja. Aber die Solidarität dieser geförderten Institutionen, auch der Kinos, die hielt sich natürlich uns gegenüber in Grenzen. Und genau das, was du eben sagst, es ist hochgefährlich. Ne? Also die Kinobranche ist gefördert worden. Das ist ein populistischer, agitatorisch-propagandistischer Satz, der genau so funktioniert, wie wenn Olaf Scholz sagt, ja, wir verrechnen die Steuer, also die Finanzämter sind aufgerufen, kulant zu sein, und wir verrechnen die Verluste 2020, 2021 mit der Steuer von 2019. Das ist ein Satz, der ist so hingesagt, und man ist so naiv und sagt, ah, naja, okay, also da lässt man mal Gnade vor Recht ergehen und so weiter. Aber so ist es ja nicht. Sondern der Einzelne, der Freelancer, der auf dem Markt ist, der natürlich in seiner ganzen individuellen Problematik auch nochmal differenziert betrachtet werden muss, der wird natürlich übersehen. Und hinzu kommt so generell im Großen und Ganzen, und ich kriege das schon hin, ja, aber natürlich gelten Künstler im Allgemeinen als reich, irgendwie auch als privilegiert, irgendwo auch als dekadent. Das hat in Deutschland eine große Tradition. Und dass man duodezfürstenhaft die Kunst und die Kultur fördert und sich da auch so ein bisschen aufplustert, als sei das was Besonderes in Deutschland, wenn wir die Geschichte betrachten, das ist es nämlich nicht. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber wie gesagt, ich will da auf diesem Gebiet ja auch gar nicht jammern, weil ich mir da auch keine Illusionen mache und weil es darum ja auch nicht geht. Ich bin nicht bei den Grünen deswegen, um es nochmal zu sagen. Ich bin deswegen spontan übrigens, wenn auch betrunken, aber doch im nüchternen Zustand habe ich ja dann doch habe ich es ja doch gehalten. Jetzt bin ich da drin. Ich bin also deswegen da, weil ich im Großen und Ganzen ein ganz großes Problem in dieser Welt sehe und weil ich keine andere Partei sehe, die das angehen will. Das heißt aber nicht, dass ich im Detail ein Parteisoldat bin. Und ich glaube, darum geht es die ganze Zeit. Wir wollen immer so ein bisschen unsere Anwesenheit hier so differenzieren, was ich auch irgendwie niedlich finde. Aber wir sind jetzt eben halt mal dabei und wir versuchen, das in diesen 2 Wochen irgendwie hinzukriegen, dass wir eben diese anderen Leute verhindern, die mir so wahnsinnig auf den Geist gehen einfach. Das ist, und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Und wenn man mich fragt, Leander, wie siehst du das, dann werde ich auch antworten. Aber wie gesagt, wenn man mich als Parteimitglied nimmt, dann muss man auch damit rechnen, dass ich das alles auch etwas unernsthaft betrachte. Leider, es ist, so bin ich durch 30 Jahre... So bin ich durch 30 Jahre DDR gekommen und da wäre ich auch noch die restlichen 30 Und man Jahre. Ist ja trotzdem dabei. Ich wollte eine Geschichte dazu erzählen, so zum Thema Kulturförderung unter dem Stichpunkt, man ist ja dann trotzdem dabei irgendwie. Christopher, ich und Severin haben vor ein paar Tagen, wie sagt man, einem Förderer, ich will es jetzt nicht benennen, was sie machen. Also die vergeben Fördergelder und das ist dann 10 Jahre alt geworden, dieses Fördergeld vergeben. Und dann haben wir nochmal herzlich zum 10-Jährigen gratuliert und dabei daran gedacht, wie wir vor irgendwie 7 Jahren mal einen 100-Euro Music Store-Gutschein bekommen haben. Und das war dann diese Musikförderung. Und dann steht man natürlich trotzdem 5 Jahre später da und sagt, okay, jetzt gratulieren wir zum 10-Jährigen, klasse Musikförderung irgendwie. Weil ich glaube, das ist auch gut so. Also dann irgendwie zu sagen, nee, jetzt sind wir nicht mehr dabei, weil es müsste ja eigentlich besser sein. Es müsste ja eigentlich noch besser sein. Das muss man, glaube ich, aufhören. Ich finde es sehr passend, was du sagst, Leander, dass natürlich jeder auch irgendwie probiert, Sven am lautstarkesten auf jeden Fall, aber auch am präzisesten, auch selbst ein bisschen seine Anwesenheit hier zu differenzieren, ne? Weil das, glaube ich, schon auch jedem wichtig ist, zu zeigen, wir sind hier keine Blindgänger, die einfach nur hinterherlaufen und klatschen, sondern wir sind auch dann irgendwie Einzelpersonen, die
viele verschiedene Dinge denken. Und ich finde, eigentlich macht ihr beide, du Sven und du Leander, ja auch irgendwie einen unglaublich starken Punkt für die Grünen, wenn ihr das so erzählt. Und ich finde fast, man hätte wirklich eigentlich sagen müssen, trotzdem grün, anstatt diesmal grün. Und weil es ja auch irgendwie vom Gefühl für viele so ist, dass sie eigentlich sagen, dieses Thema steht doch über allem, dass wir was anderes verhindern müssen, dass das einfach die einzige Partei ist, die uns irgendwie, wie wir bei Balbina sagte, in diese neue Zeit führen kann. Henning, für mich war das wirklich eine ganz eiserne Regel. Das war mein Lebensmotiv. Niemals dich politisch einzumischen als Künstler. Wenn ich das also mache, und ich sehe das bei Sven ähnlich, euch andere kenne ich nicht so, wenn ich das also mache, dann heißt es, ich sehe eine Notwendigkeit. Wenn es egoistisch ist, aus Selbstschutz, weil ich in so einer Welt nicht leben will, ja, und es ist keine andere weit und breit zu sehen, also außer die Grünen, und die wiederum sind durchaus auch unterhaltsamer als andere, die hier so rumlaufen. Das muss ich auch, ich komm vom Entertainment, Leute. Also wirklich. Ja, und jetzt, wo ihr gerade gerade so erzählt habt. Ich glaube, dass das auch eine, ich sag mal, Geisteshaltung ist, Kunst und Politik oder so ein Einmischen, dass ich irgendwo nachvollziehen kann. Gleichzeitig hat das natürlich genau dazu geführt, dass das, was du eben angesprochen hast, Henning, dass ganz viel Unwissen nicht nur in der Politik darüber, wie wir Geld verdienen, vorhanden ist, sondern auch bei uns selbst. So. Also ich habe mich jetzt wirklich erst die letzten anderthalb Jahre, auch unter anderem durch dich, Balbina, nochmal auf eine ganz andere Art damit beschäftigt, wie zum Beispiel Urheberrechte vergütet werden. So, und was für ein riesiger Teil das letztes Jahr von meinem Einkommen war. Also ich glaube, das waren über 80% meines Einkommens waren über Tantieme. So, und das gleichzeitig ist die Vergütung aus diesen Tantiemen über 30% eingebrochen. So, und dann kann man sich, das stimmt wir nicht sind ganz. Jetzt gerade gut. Entschuldigung, dann habe ich... Das sind 70%, weil 30 ist Kreativwirtschaft insgesamt, ist der Umsatz eingebrochen, aber wenn man auf Musik... Allgemein weiß ich es jetzt gerade nicht ganz genau. Sorry, um das noch kurz zu Ende zu führen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, und es gibt ja auch so Merksätze, so man soll das trennen, aber ich halte das für ein Riesenproblem, so, weil dadurch ganz viele Sachen... Also in ganz viele Sachen haben wir uns nicht eingemischt, die meine Rechte an den Songs, die ich geschrieben habe, ganz direkt betreffen und die mir auch ein Auskommen überhaupt nicht möglich machen würden sonst so. Und das ist, das halte ich dann irgendwo wieder für ein Problem. Ich wollte ganz kurz Henning antworten, warum wir das diesmal grün genannt haben. Das hatte nämlich den Grund, dass wir auch zeitlich darauf aufmerksam machen wollten, dass das jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit ist, noch an diesen Stellschrauben zu drehen. Und es ist kein Protest, also trotzdem ist ja immer auch mit was Negativem besetzt, sondern dieses diesmal ist, das schließt eigentlich, die ganze Welt soll das mit einschließen, ne? Dass jeder, der sich das überlegt, was da draußen, wie Leander das auch immer wiederholt oder wie wir das alle eigentlich auch immer denken, ne? So ganz naiv, wenn wir das jetzt diesmal verkacken, dann war es das, ja, wahrscheinlich, ne? So. Und darum geht es um das diesmal, und ich finde, das diesmal ist natürlich auch viel inklusiver, das schließt so die ganze, alle mit ein, jeder kann da mitmachen, ne? Das sind nicht wir, die Punker, die trotzdem oder vielleicht oder irgendwas, sondern es ist einfach, jetzt kommt es drauf an, Leute, und jetzt macht ihr bitte alle mal mit, alle. Und das ist auch an dieser Aktion, ich fand es auch sehr interessant, also wir haben ja alle lange keine Politik mehr gemacht, und das ist natürlich auch mit so einem gewissen Luxus verbunden. Klar haben wir früher auch vor AKWs demonstriert und so weiter, ja, das, als wir gedacht haben, da passiert noch was, wenn wir das machen, das bringt was, ja, das haben wir dann irgendwann aufgegeben, aber wir haben gedacht, wir machen das diesmal, weil das so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, so ein ganz entscheidender, und ich kann jeden Künstler, der da nicht mitmachen will, total gut verstehen, weil das, was auf einen niederprasselt, ja, an Unverschämtheiten und an Bösartigkeiten und an Schmäh und so weiter, ja, was man sich gefallen lassen muss, das ist einfach eigentlich unmöglich, ja. Also, dass so mit Menschen überhaupt oder Künstlern oder Leuten, die, ne, sowas Einfaches sagen, diesmal grün, also es ist ja kein Kapitalverbrechen, ja, muss ja keiner mitmachen, ne, aber was da auf einen niederprasselt, das ist also entsetzlich, finde ich, unkultiviert, ja. Ich finde es natürlich noch viel stärker, das Statement,
auf das, was wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu lange besprochen haben, was sie an den Grünen kritisiert. Deshalb finde ich es ja natürlich noch umso wirkungsmächtiger, diese Sache. Aber natürlich empfinde ich es als Mensch auch so. Also als Mensch empfinde ich es so, dass einfach die Zeit läuft davon. Und das muss man auf der politischen Ebene die Antwort geben. Und wenn Leute, die als Multiplikatorinnen halt einfach gute Möglichkeiten haben, sich da dahinter klemmen, dann ist das Entscheidende. Es ist schön, wenn ihr sagt, ja, die Grünen sind auch nette Leute dabei, die auch mal irgendwie so guten Satz fallen lassen und so weiter, über den sie wahrscheinlich schon stundenlang gegrübelt haben. Aber einfach das so auf den Moment finde ich gar nicht schlecht. Also ich finde das eigentlich total sehr wirkungsvoll, dass man sagt, jetzt ist die Zeit und jetzt ist auch die Linie, wo man sagt, wo stehst du? Da oder da? Und das ist, vor dem drückt sich halt eigentlich immer jeder. Wenn man dann sagt, ja, ist ja bei allen irgendwie auch was Scheiße dabei, Verzeihung, oder da ist bei allen auch was Gutes. Natürlich, bei fast allen, nicht bei allen, aber das ist mir auch einfach da, dann einfach mal klare Kante zu zeigen. Das muss ich schon sagen. Das finde ich super. Ja, das geht ja wie so oft eigentlich auch darum, wen man halt nicht wählt. Ich glaube, das hört man irgendwie jetzt auch so durch, dass halt die Alternativen einfach vielleicht noch schlechter sind, sodass man sagen kann, hier kann ich irgendwie doch am meisten anknüpfen. Und trotzdem muss ich es aber kritisieren und muss ich irgendwie der Diskussion stellen und immer wieder versuchen, dass es besser wird. Und das kann ich auf andere Bereiche auch beziehen. Also genauso wie jetzt Henning vorher gesagt hat mit diesen Kunstpreisen und Förderungen. Das ist alles teilweise wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein oder oft auch irgendwie scheiße. Man geht als Künstler in Vorleistung und kriegt dann irgendwie wenig bis gar nichts, weil man irgendwie nicht zum Zug kommt. Trotzdem ist es besser als gar nichts und man muss halt einfach so schauen, dass es für die Zukunft irgendwie, keine Ahnung, bessere Förderprogramme gibt, wo ich irgendwie, ja, länger was davon habe als Künstler. Also ich möchte nur sagen, ich habe immer schon die Grünen gemocht, schon als Kind. Also ich mochte die immer. Also aus dem Abstand heraus, so in der Beobachtung von Beuys angefangen über Fischer und diese langhaarigen Typen mit den Pullovern, die da in dem Bundestag waren, auch Claudia Roth, die ja noch aus den Ende 80er, Anfang 90er. Also die waren für mich immer mehr in der Nähe des Rock'n'Rolls als jede andere Partei natürlich. Und deswegen hatte sie immer meine Sympathien. Aber es geht generell darum, dass ich immer der Meinung war, natürlich als Kind der DDR-Diktatur, man mischt sich nie in eine Partei ein, die sozusagen, die da im Establishment ist. Das ist absolut unrock'n'rollig. Das hat mit dir als Individuum nichts zu tun. Du bist als Künstler dem Individuum verpflichtet, ja im Grunde nicht der Masse. Und das war meine Meinung und die habe ich jetzt geändert, weil es eben Not tut. Aber ich mochte die Grünen schon immer. So. Bei Claudia Roth hast du natürlich 1000 oder 100%ig recht. Auch wenn ich einen großen Diskurs, Disput mit dir habe, weil die natürlich bei den Grünen, also die anderen Grünen, da bin ich solitär, die sind alle für Keith Richards und ich sage immer, dass Mick Jagger das entscheidende Element ist und dann kriege ich Bash von allen. Genau das sind die einfach die Beamten, die man nicht in der Partei führen sollte. Aber doch, die sollte man schon führen. Nein, eben nicht. Aber, da kann man dann ausmachen und dann. Aber es geht, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, und das ist der entscheidende Punkt, warum wir hier sitzen. Ihr müsst in die nächste Bundesregierung. Das ist der Punkt. Wir reden nicht darüber, weißt du, dass wir hier auch irgendwie uns gut fühlen wollen, weil wir was für eine gute Sache getan haben. Wir wollen Taten sehen. Wir wollen, dass was passiert. Wir wollen, dass ernsthaft Klimapolitik betrieben wird, dass ernsthaft Politik für Menschenrechte betrieben wird. Das war die Idee von Diesmal Grün. Wir wollen, dass ihr in die scheiß Regierung geht. Muss man einfach so hart zu sagen. Wir wollen nicht irgendwie, dass wir jetzt irgendwie hinter uns wohlfühlen können und sagen können, hey, wir haben auch mal was Gutes getan oder so. Das ist jetzt relativ uninteressant. Das, worum es geht, geht es um harte Fakten. Es geht um Klimaziele und diesen ganzen Kram. Und da gibt es einfach kein Vertun. Und das ist der Geist, der hinter dieser Diesmal Grün-Geschichte steht. Das ist auch dann die Frage, also ob eine Partei, ich hatte das ja selber dann geschrieben, warum ich da eingetreten bin für dieses Magazin, was dann nicht
gedruckt wurde, aber ist ja egal, dass man natürlich nicht in eine Partei geht und eine Partei unterstützt, weil sie immer das sagt, was man selber will, das ist ja kindisch, das ist einfach Kinderkram, sondern dass man letztendlich sich überlegt, wo sind denn die wichtigen Punkte, und da haben die Grünen jetzt einfach den ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, und deshalb bin ich auch, muss ich sagen, ein bisschen entsetzt darüber, wie defensiv und feige eigentlich in den letzten Wochen der Wahlkampf geführt wurde, warum da nicht mehr in die Offensive gegangen wurde. Ich finde das schwach. Ich glaube, dass man sich auch hat einlullen lassen von den Umfrageergebnissen und dachte, jetzt darf man bloß nichts falsch machen und so. Und im Grunde genommen nicht offensiv wirklich zum Beispiel das, ich halte es grundsätzlich jedenfalls, und das ist hier mein Anliegen, ich möchte gerne, dass die Grünen irgendwie einen wichtigen Part in der nächsten Bundesregierung spielen, weil sonst wird es nichts. Das ist ja die ganze Wahrheit. Sonst wird nichts passieren, was uns irgendwie davor bewahrt, dass es viel, viel schlimmer wird in Sachen Klima, Umweltschutz und auch Menschenrechte übrigens. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das ist, die Grünen sind die einzige Partei in Deutschland, von der ich sagen kann, das ist wirklich eine Partei, die sich für Menschenrechte einsetzt. Und zwar völlig unbesehen von der Ideologie, mit der Menschenrechte verletzt werden. Ja? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das wird kaum angesprochen im Augenblick, aber auch die Sache mit Nord Stream 2 und so. Ich finde das wichtig und ich finde, das ist gut, dass die Grünen da auch konsequent sind und hart sind. Aber ich würde mir manchmal wünschen, das ist mich so sagen, ich würde mir manchmal wünschen, man wäre dabei auch ein bisschen offensiver und aggressiver, weil die ehrlich gesagt, die anderen sind mega aggressiv im Augenblick gegenüber den Grünen. Und das bekommen wir ja auch gerade zu spüren mit dieser Kampagne, wie aggressiv das da abgeht. Und man muss sich das wirklich nicht, man muss aufpassen, dass man nicht in die Defensive gerät. Es sind noch ein paar Wochen dran und wir sollten gucken, dass die Grünen in die Regierung kommen. Das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt. Ich finde das mit der Defensive einen guten Punkt, dass man nicht in die Defensive darf. Dass man irgendwie mehr, also ich habe mir auch, so blöd das klingt, ist jetzt auch irgendwie, ne, wie Leander eben sagte, wir sind ja irgendwie alles sehr kleine Lichter, aber ich hatte das auch, dass irgendwie, als die ganze Zeit über Baerbocks Buch gesprochen wurde, habe ich einfach probiert, so oft wie möglich irgendwelche dummen Sachen von Armin Laschet zu posten, weil ich mir dachte, ich fange doch jetzt nicht hier an, mit irgendwelchen Leuten zu erklären, warum das lächerlich ist mit dem Buch, sondern ich mache doch einfach weiter mit meinem Stiefel und weiß einfach, der Laschet macht jeden Tag 5 Fehler, die alle lustig sind. Und deswegen, ich hatte so einen Punkt mit Frau Baerbock, wo ich so dachte, das kann nicht sein, als sie dann, ich weiß gar nicht, das war so ein Dreierduell, Laschet war zugeschaltet, sie und Scholz, und dann wurden alle nach ihren Fehlern gefragt und Scholz und Laschet sagen, ich habe eigentlich nie Fehler gemacht. Scholz sagt sogar, mein größter Fehler war es, die Sicherheit der Hamburger während des G20-Gipfels nicht ausreichend geschützt zu haben. Und Frau Baerbock sagt natürlich, oh, mein großer Fehler war das Buch. Und da hätte ich auch gesagt, da bräuchte man halt auch, könnte man auch einfach sagen, mein größter Fehler war, dass ich auf diesen ganzen Mist nicht offensiv reagiert habe und nicht gesagt habe, ihr macht diese Fehler. Und darum geht es und das müssen wir irgendwie ändern. Es geht nicht darum. Und ich hatte so eine schöne Kampagnenidee. Wir haben alle abgeschrieben. Das ist ja großartig. Männer. Du nicht, Sven, oder? Hast du jemals abgeschrieben? Wenn man mal von den Liedern absieht, Spaß. Nein, nein, das muss einfach raus. Es tut mir leid, das ist auch einfach nur, weil es lustig ist. Entschuldigung. Ist schon okay, Leander. Okay. Wirklich. Sowas ist nichts für mich, Freunde. Wirklich. Ich schäme mich danach immer in Grund und Boden. Und habe damit 4 Tage zu tun. Ja. Aber das ist, glaube ich, normal. Niemand kann von sich selbst ein Interview gucken. Das ist ganz schrecklich. Na, ich muss es nicht gucken, ich habe es im Kopf. Ich weiß, ich kenne die peinlichen Stellen. Diese, warum hast du denn das schon wieder gesagt? Weißt du, so, naja. Egal. Also ich stell eins fest, es gibt halt so, dann, wenn ich hier mit Politikern Grillparty mache, der Grill läuft auch schon, da hat dann jeder das Bedürfnis, so total super locker zu sein. Und irgendwie, und ich stelle bei euch allen fest, ihr seid von Berufs... Wir sind vollkommen unlocker. Alles, was Sven vorhin gesagt hat, ist das Zentrale, das alles Entscheidende, dass wir bei dieser Wahl grün wählen, weil wir in die Verantwortung kommen wollen und müssen, weil die Probleme angegangen werden müssen. Und alle anderen sind eher so, lass mal stecken oder wir tun so, als ob. Das ist meine Kritik an anderen Parteien, da gehe ich gar nicht auf Personen. Entschuldigt, ich muss los. Ich bin in einer Quizrunde. Leander, mach's gut, es war eine Ehre.
Ja, okay, danke. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, mach's gut. Ich finde es super, dass du da dabei bist, Leander. Eine Quizrunde in der Eckkneipe und die brauchten noch einen vierten Mann. Sonst bin ich immer das Thema? Telefon. Was ist das Thema? Urlaub und Erholung. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gut, also die warten auf den vierten Mann. Sonst war ich immer nur Telefonjoker. Also ich danke euch und es war nett. Ich hoffe, Sven, Charlotte, kam ich seriös genug rüber. Du warst mega seriös. Also okay, du warst seriös. Der seriöseste von allen. Ich habe dich überhaupt noch nie so seriös erlebt. Ja, Hammer, ehrlich. Ja, war geil. Okay. Soll ich wegen Konzertkarten fragen? Nein, okay. Sie traut sich. Meine Ältere ist vollkommen. Ja. Ihre beste Freundin ist Kantarei-Fan, ne? Ist das richtig? Ja. Ja. Okay, also dann, bis dann. Tschüss. Tschüss, lieb. Tschüss. Ja, dann hat Leander das schon erfüllt. Muss ich mich fragen, gibt es Konzertkarten? Jetzt ist der Film raus, jetzt können wir über Spotify reden. Weil das ist eigentlich das, wo also Streaming, was ich denke, was wir als Grüne angreifen werden, wenn wir den 26. überstehen, auf die eine oder andere Art. Bina. Ja. Das finde ich ja schon mal gut. Ich weiß ja nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, außer lass uns weiterarbeiten. Ich freue mich drauf. Ich finde das aber ganz gut, weil Leander vorher gesagt hat, irgendwie, das ist so wenig aussichtsreich, an irgendwelchen Sachen rumzubohren und dann kann man sich einen Anwalt nehmen, etc. Ich glaube ja, ich kann aus meiner wirklich neueren Historie berichten, dass es sich dennoch lohnt, sich für Dinge einzusetzen. Und zwar, das sehe ich genau an dieser Sache, die ich mit Spotify irgendwie auskämpfe seit über 2 Jahren, bei der mich ganz viele am Anfang ausgelacht haben und gesagt haben, das interessiert überhaupt nicht niemanden, was du sagst, und das wird nie eine Relevanz haben, weil die einfach viel zu groß sind. Und jetzt sitzen wir hier und Erhard hat eine schöne Pressemitteilung rausgeschickt und wir sind jetzt mehrere TV-Beiträge und Zeitungsartikel später und jetzt kämpfen wir auf höchster Ebene dagegen. Und das sehe ich ähnlich beim Urheberrecht, nur wird das halt noch ein bisschen länger dauern, weil wir da noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und genau das ist für mich auch der Grund, warum ich glaube, ich überhaupt mich jetzt auch politisch involviert habe, weil ich nämlich nicht finde, dass es aussichtslos ist. Und ich bin auch noch immer der Meinung, und ich habe manchmal das Gefühl, dass es die Wahlkampfzentrale der Grünen nicht mal so denkt, aber ich denke tatsächlich noch, dass das Ruder umgerissen werden kann, weil wir haben das so, so oft gesehen, anhand eines Ereignisses, anhand eines Fotos, anhand einer Äußerung ist sofort, hat sich der Wind gedreht und plötzlich war die CDU im Keller und Olaf Scholz kam heraus wie ein Heiland aus den Wolken, das Meer hat sich geteilt. Und ich bin der Meinung, wenn wir alle weiter ackern, haben wir die Möglichkeit einfach, dass vielleicht sich das mehr für die Frau Baerbock teilt. Ja? Deswegen sitze ich hier und deswegen hoffe ich hier auch irgendwie noch auf Synergien. Und deswegen unterstütze ich auch Charlotte bei ihrem Kampf, einfach Musiker zu akquirieren und Musiker oder Künstler auch allgemein irgendwie dazu zu gewinnen. Weil es gibt manchmal diesen einen Tweet oder es gibt manchmal diese eine Äußerung oder diese eine Sendung, in der man ist, die dann halt wirklich irgendwas auslöst. Und ich glaube es einfach. Und dann gibt es irgendwann mal diese Spiegelartikel, in denen drin steht, wisst ihr noch damals, als Olaf Scholz geführt hat, bis vor 2 Wochen davor und dann auf einmal hat Sven Regner seinen Ausraster gehabt. Und dann hat sich alles geändert. Ja. Und ich meine, auf diesen einen Augenblick, auf den warte ich noch. Und er ist nicht ausgeschlossen. Er ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber man kann ihn nicht ausschließen. Und dieser Glaube da dran, ne? Also ich weiß nicht, ob jemand aus dem Wahlkampfteam ferner liefen sich das mal anguckt. Aber ich hoffe, dass die auch dran glauben. Ja, weil es ist einfach die einzige Partei, die
die nachhaltige Lösung auf den Tisch legt, was eben Menschenrechte anbetrifft, was auch auf Afghanistan, die aktuelle Situation in Afghanistan. Wir sehen doch in den sozialen Medien die ganze Zeit, was einzelne Politiker vor allem von der CDU vom Stapel lassen. Ja, wenn wir Laschet wählen, dann irgendwann holt er 3 Leute aus Afghanistan. Frau Baerbock stellt sich jetzt hin, fordert Lösungen. Ich meine, das ist etwas, was... wenn die Grünen diese Wahl nicht gewinnen, okay, dann werde ich depressiv, dann wird es schwierig so, ne? Und ihr schaut mich alle an und denkt, so hat die Umfragewerte gesehen. Oh mein Gott, was für eine naive Scheiße ist das denn? Aber ja, also die Umfragewerte, das ist auch ein Business. Ganz kurz, Charlotte. Das ist auch ein Business. Also natürlich werden wir da alles reinlegen und reinhauen. Und ich bin überzeugt, dass das gut ausgeht. Das muss ich echt sagen. Ich meine, ich stelle jetzt fest, ihr wollt gar nicht über Kultur heute sprechen, sondern ihr wollt über die Wahl und die Dinger sprechen. Aber mir ist schon auch wichtig, dass wir, was gerade Theresa Reif geschrieben hat mit den Aspekten, wie kommen die Künstler zu ihrer Kohle? Also natürlich will keiner irgendwie drüber, außer bei einem Abgeordneten, steht es halt in der Zeitung. Aber natürlich, die Wertschätzung, die ist schon, jetzt hat man in Corona das versucht, hier irgendwie rauszukitzeln, was uns alles fehlt und so weiter. Ja, ich bin abgedriftet, Erhard, das hat einfach nur damit... Nee, aber ich wollte auf was hinaus, Balbina, ich wollte darauf hinaus, dass wir vorhin gesagt haben, wir sind ja bei Spotify ganz anders als beim Urheberrecht oder Spotify, wir sind beim Streaming ganz andere Verbündete, da hast du ja die Verbündeten, die du im Urheberrecht hast, die hast du ja bei Spotify gar nicht. Also sprich, die Chefetagen der Major-Firmen, die sind ja völlig zufrieden. Da spült ja so viel Geld rein wie nie zuvor. Ja, es ist ja auch, das ist ja das Wundervolle am Streaming. Ja, soll ich das mal kurz erklären, diese Thematik? Also Spotify ist natürlich nicht komplett... abzuschneiden vom Urheberrecht. Ne? Da gibt es schon Überschneidungen, pipapo, tralala. Aber das Spotify-Case ist dann doch immer noch mal einzeln zu betrachten, weil bei Spotify geht es darum, dass es so viel Geld gibt wie noch nie, weil die Leute einfach über Streaming-Anbieter weltweit ganz unkompliziert Musik hören können. Und das ist das tollste Wertschöpfungsmodell, was es eigentlich geben kann, weil... das hat uns von der Piraterie einfach gerettet. Ja? Die Leute zahlen 10 Euro im Monat, das sind durchschnittlich 120 Euro im Jahr. Das ist sehr, sehr viel Geld. Das sind Milliarden an Umsätzen, die auch noch fast 20% plus während Corona gemacht haben, weil es ja noch weniger Konzerte gab und noch mehr Zeit, Musik zu hören. Also es gibt Geld noch und nöcher, aber dieses Geld ist mal wieder, wie es so oft ist, ungerecht verteilt. Die ganze Kohle wird auf ungefähr 5% der Leute, die im Katalog sind, ausgeschüttet und 95% der Leute, die im Katalog sind, heißt 95% der Künstler, die bei den Streaming-Portalen stattfinden, gehen halt einfach komplett leer aus. Und es geht einfach nicht darum, diese 5%, die das komplette Geld bekommen, zu enteignen, sondern es geht darum, dieses Geld, was auf die 5% entfällt, anders zu verteilen, weil nämlich im Streaming-System wurde ein Wertschöpfungsmodell etabliert, das halt gang und gäbe ist im World Wide Web und das halt viel zu selten hinterfragt wurde, nicht, und zwar das Pro-Rata-Modell. Das ist ein repetitives Modell. Das bewertet sozusagen Kunst und Musik nicht anhand der qualitativen Kaufkraft, sondern der quantitativen Hördauer. Das heißt, je häufiger man etwas hört, umso wertvoller wird es. Vergleichbar auf eine andere Kunst würde das bedeuten, wenn man sich zum Beispiel ein Bild kauft, ein ganz altes von Josef Beuys, und man guckt sich das 100-mal am Tag an, dann ist es mehr wert, als wenn jemand ein Josef Beuys-Bild hat, sich das in seinen Westflügel hängt und nie anguckt. Wenn das wäre dann nichts wert. Und das haben wir halt jetzt gerade in der Musikwertschöpfung. Und das ist deswegen problematisch, weil es einfach schon wieder eine Schere
zwischen Arm und Reich bei den Musikern sozusagen erschaffen hat. Und das lässt all die Musiker, die vor allem in der Phonoindustrie tätig sind, also die Recorded Artists sind, lässt es halt quasi während so einer Corona-Krise relativ im Regen stehen, weil man dann natürlich nicht auftreten kann und aber auch gleichzeitig nicht sagen kann, ach super, ich lebe aber von meinen Spotify-Tantiemen. Das funktioniert dann einfach nicht mehr, weil auch wenn irgendwie Uschi aus Recklinghausen großer Annemai-Kantereit-Fan ist und mit ihren 10 Euro für Spotify monatlich denkt, sie würde Annemai-Kantereit unterstützen, aber das nur einmal im Monat hört, wird die Band von diesem Geld quasi gar nichts sehen, weil das an die repetitiv konsumierten Künstler geht. Und das ist halt die Krux. Und das möchte ich und jetzt mittlerweile auch viele andere Musiker, dass das verändert wird, hin zu einem User-Centric-Modell, was noch nie etabliert wurde, noch nie in eine Testversion geben konnte, weil es blockiert wurde von den Majors. Ein Modell, was ganz einfach das Geld, also die Künstler, die man selber hört, an dem Geld, das man bezahlt, sozusagen beteiligt. Das kommt vielen Spanisch vor, wenn ich sage, also mein Ziel ist es, dass die Kohle, die du bei Spotify ausgibst, an die Künstler geht, die du hörst, sagen alle mal so, ja, ist doch so. Und dann sage ich so, nee, so ist es nicht. Und genau das ist das Ziel. Und es ist ein sehr, sehr schwer zu etablierendes Ziel, weil das blockiert wird von der Major-Industrie, weil die nämlich auf all diese Künstler, die unter diesem Modell funktionieren, sehr, sehr hohe Vorschüsse gezahlt haben. Ja, die haben halt sozusagen eingekauft. Die haben Künstler, Pro-Rata-Künstler, die in diesem Modell funktionieren, eingekauft und müssen jetzt natürlich ein Return on Investment haben und müssen natürlich auch von der Wertschöpfung das wieder reinholen und noch Gewinn maximieren, was sie an diesen Künstlern Gewinn maximieren können. Und wenn dieses System sich ändern würde, würde das natürlich Verluste und Abschreibungen bei den Majors bedeuten, worauf die gar keinen Bock haben. Und da kommt jetzt die Politik ins Spiel und da muss man halt einen Dialog erstens schaffen, dass man sagt, okay, wie können wir das den Firmen schmackhaft machen, durch was weiß der Geier, ich bin ja kein Anwalt oder kein Politfachverhandelsprofi, aber vielleicht durch irgendwelche Subventionen oder weiß der Geier was. Und zweitens sollte man auch dieses ganze Konglomerat kartellrechtlich prüfen, weil nämlich die wunderschöne Firma Tencent, die in China ansässig ist, mischt bei dieser ganzen Spotify-Sache zweifach mit, über die Major-Labels, die quasi sozusagen Tencent-Anteile haben. Und Tencent hat selber auch noch Anteile an Spotify und die Majors haben auch noch Anteile an Spotify. Und das ist sozusagen kartellrechtlich auch ein herausforderndes Konstrukt, das ich euch jetzt nicht erklären werde, weil dazu bräuchte ich hier eine PowerPoint-Präsentation. Die habe ich leider nicht vorbereitet. Aber es ist alles, all in all, ist es ein riesiges Shithole, ohne Ende und es könnte so einfach sein, dass die Leute während Pandemie, Lockdowns, Live-Lockdowns überleben könnten von Musiktantien, wenn das verändert würde. Ich bin jetzt fertig. Danke. Ich lasse dich vor, Chrissy. Ich habe mich aber zuerst gemeldet. Stimmt. Das stimmt, vielen Dank. da sprichst du auf jeden Fall super viele sehr wichtige Punkte an. Ich finde, bei der Diskussion gehen manchmal ein paar Sachen unter und zwar erstens, Spotify bezahlt überhaupt keine Künstlerinnen und Künstler, sondern die Rechteinhaber. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, ob ich, also natürlich haben Künstlerinnen und Künstler, die bei Major-Labels sind, tendenziell eine bessere Position, aber das ist erstmal ganz wichtig. Dann ist zum Beispiel auch der Split zwischen Lizenzen und Urheberrecht bei Spotify wahrscheinlich etwas zwischen 20-80, also 20% Urheberrechte, wo tendenziell mehr Leute einen besseren Split haben und 80% Lizenzen, wo tendenziell mehr Künstlerinnen und Künstler einen schlechteren Vertrag haben. So, und das ist ein großes Problem. Das heißt, die Kohle ist im Prinzip da, geht aber, da geht auch ein ganz großer Teil einfach bleibt bei den Major-Labels. Also wenn man mal guckt, so, es gab dann Anfang der Pandemie so Forderungen, so ey, Spotify verdreifacht doch mal deine Ausschüttung an Künstlerinnen und Künstler. Spotify schüttet 65% seiner Einnahmen
an die Rechteinhaber aus. Das Dreifache davon wären 195%. Das hat man nicht mal Spotify. Das heißt, da kann man gar nicht so viel drehen. So, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an diesem UCPS ist, an diesem User-Centric Payments System, ist, dass, und da würde ich die Erwartung auch nicht so hoch setzen an eine Umverteilung, sondern die Haupterwartung von meiner Seite auf jeden Fall daran ist, dass betrügerische Klicks zum Beispiel viel schwieriger gemacht werden. Das heißt, es gibt noch viel zu wenig Studien dazu, wie das tatsächlich, was für Auswirkungen das tatsächlich hätte. Aber die Studien, die es bisher dazu gibt, zeigen in der Tendenz schon das an, dass die oberen 2.000 bis 5.000 Künstlerinnen und Künstler auf Spotify tendenziell etwas weniger bekommen würden und die auf den Plätzen 10.000 bis 100.000 etwas mehr bekommen würden. Aber das sind alles marginale Beträge wirklich. Also natürlich ist dann 0,5% von 1 Million krank viel Geld, aber es sind prozentual gesehen, wird sich durch UCPS nicht unbedingt ganz viel ändern in der Ausschüttung. Ganz kurz, nimmst du da die Studie aus England als Referenz? Ich habe da 6 oder 7 Studien, die kann ich hier gerne schicken, und es gab jetzt auch noch eine zusammenfassende Studie davon. Also ich habe mir auf jeden Fall einige Studien angeguckt und die kamen alle bisher zu einem relativ ähnlichen Ergebnis, dass es keine riesige Umverteilung geben wird. So. Und es kann sein, dass das passieren wird. Wie gesagt, da gibt es noch nicht so viele Studien zu, und ich würde mir das eigentlich auch logisch so herleiten, dass das auf jeden Fall dann mehr Geld an weniger gespielte Künstlerinnen und Künstler geht. Und das wird auch bestimmt passieren, aber das wird nicht in so einem Ausmaß sein, dass dann deutlich, deutlich mehr Künstlerinnen und Künstler davon leben werden können. Ich glaube, dieser Punkt, dass an diesem UCPS, dass dadurch betrügerische Streams, also Streams, die von Bots erzeugt sind, in Playlisten, die erstellt wurden, wo einfach ein 32-sekündiger Soundschnipsel, was ja auf Spotify verboten ist, aber was sehr schwer ist nachzuvollziehen, dass der abgespielt wird und dann ist da irgendwer für als Rechteinhaber eingetragen, der dann das Geld kriegt. Das ist, glaube ich, ein viel, viel größerer Punkt, weil das ganz, ganz viel Geld von oben erstmal abschöpft. Und man hat dazu gerade noch ganz wenig Zahlen, aber es gibt auf jeden Fall einige Vermutungen, dass der Anteil an davon wirklich hoch ist. So, und das ist was für mich viel Entscheidenderes als das User Time-Centric Payment oder User-Centric Payment. Das ist auf jeden Fall, also das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen, dass es da verschiedene Aspekte auch nochmal gibt, weshalb das so wichtig wäre. Und ich weiß auch nicht, was die Politik da speziell sagen könnte, weil das ist nichts, was man vorschreiben kann. Ja. Das ist ja Privatrecht, aber da muss einfach ein Druck von Künstlerinnen und Künstlern kommen auf diesen Konzern Spotify, wo man sagt, so, ey Leute, ihr müsst auf dieses Modell umstellen, weil das ganz viele positive Gründe hat. So, und an andere Stellen kann man wieder mit anderen Forderungen gehen. Aber ich gebe dir da total recht, dass dieses User-Centric Payment eigentlich, das muss der erste Schritt sein, wenn wir irgendwas daran verbessern wollen. Also kann ich kurz was sagen? Nee, nicht. Wir haben noch 8 Minuten. Ich wollte einen Satz sagen. Dann Henning hatte sich eben vor mir gemeldet. Ja, klar. Mach mal. Ich wollte nur sagen, ja, es ist Privatrecht, aber natürlich über das Kartellrecht ist da was möglich, weil das Konstrukt, ich lehne mich jetzt vielleicht weiter aus dem Fenster, weil das Konstrukt, so wie es ist, bedenklich ist, sage ich jetzt mal. Und das kann Hebel sein, und natürlich ist das Ziel eigentlich halt, ist die gerechte Verteilung, und dass auch das, vor allem was die Leute glauben, was sie damit machen, die haben ja das Gefühl, sie unterstützen die Künstlerinnen und Künstler, die sie hören dadurch. Und das ist schwierig. Als politisch Verantwortlicher würde ich nicht sagen, das ist Betrug am Kunden, aber ist nicht weit weg davon. Henning, bitte. Ich will nur ganz kurz, bevor Sven sagt, sagen, dass als wir unser erstes großes Gespräch hatten mit dem Major-Label, habe ich eine kleine Bombe platzen lassen und zu den Major-Label-Leuten gesagt, da gab es noch kein Spotify, wann war das, 2015 oder so, habe ich gesagt, ich will nicht, dass unsere Lieder als Download zur Verfügung gestellt werden. Ich finde das alles nicht gut, ich möchte nicht als Download, ich möchte nicht irgendwie hier als Bubidi-Babidi, ich möchte einfach, dass das eine Platte ist oder eine CD, und damit ist das auch vorbei. So, das soll nicht digitalisiert werden, da weiß ich gar nicht, wie viel Geld ich da verdienen kann. Und
manchmal heute denke ich, klar hätte ich das mal so durchgezogen, aber es liegt auch irgendwo eine Chance in diesem digitalen Vertrieb. Und jetzt kommt mein Schlusspunkt dazu, als eben gesagt wurde, ey, wer kann denn hier mit Urheberrecht und so weiter, als dann gesagt wurde, ja, ist das die Politik oder ist das der Anwalt oder was auch immer, ein Anwalt kann nur die Gesetze der Politik. Das finde ich das Deprimierende daran, dass im Endeffekt die Gesetzeslage zum Urheberrecht gerade von der Wirtschaft bestimmt wird und dass ich auch da keine andere Perspektive zu sehe, als dass das Urheberrecht letzten Endes von der Wirtschaft bestimmt wird. Danke. Ja, ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ich bin sehr für diese nutzerbasierte Abrechnung, um es mal auf Deutsch zu sagen, weil ich glaube, dass ein wichtiger Punkt sind zweierlei. Also einmal natürlich würde das zu mehr Diversität führen in der Einkommensstruktur. Da bin ich mit dir nicht einverstanden, Christopher, weil ich sehe ganz eindeutig, dass Leute, die, also würde auch nicht ausspielen gegen diese Betrugsgeschichte, weißt du. Ich finde, das ist ganz eindeutig, dass Leute unterschiedlich viel Musik konsumieren, aber dass das Geld, was sie ausgeben für Spotify, bei den Künstlern landen sollte, die sie hören, ist eigentlich das Logischste von allem. Und das würde auch die Fan- und Musikerbindung viel mehr stärken und würde die ganze Sache eigentlich wieder auf so eine Ebene bringen, wo es viel mehr auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ich höre und dem, was ich eben finanziere, wo ich mich committe mit dem Geld, das ich ausgebe. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Seele. Der andere Punkt ist, dass tatsächlich die Komponisten und Urheber, also die Komponisten und Textdichter, sehr schlecht wegkommen bei dieser Geschichte, weil das immer noch berechnet wird, wie früher dieser eine Euro auf die 10, 12 Euro Händlerabgabepreis von der CD. Das heißt, ein Zwölftel von diesem Geld, was da ausgestellt wird, ist nur für die Komponisten und Textdichter, obwohl ja sozusagen die ganze CD und die Cover und so gar nicht mehr hergestellt werden. Also das ist völlig lächerlich. Also im Grunde genommen müsste das natürlich eigentlich 50-50 sein. Und das ist sehr schmerzhaft für all die Künstler, die einfach großartige Titel geschrieben haben, die von anderen Leuten auch gecovert werden, die dort alle auftauchen, aber die vom Streaming eigentlich fast gar nicht profitieren. Und das ist auch, muss man auch der GEMA vorwerfen, das ist schlecht ausgehandelt, das ist keine gute Sache. Und ich glaube, irgendwann wird das sozusagen alles im Propeller fliegen und wird nochmal neu verhandelt werden müssen. Und dann möchte man jedenfalls nicht, dass von Seiten von Parteien wie auch den Grünen dann wieder gesagt wird, ja, schaut mal, da sind wieder die böse GEMA und die miesen Künstler, die schon wieder irgendwie da was mit ihrem Geld machen wollen. Sondern, dass man dann tatsächlich mal dahin guckt, worum es eigentlich wirklich hier geht. Das nämlich, und gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist auch wichtig, wir haben alle diese, wenn wir das gemacht haben, Verträge mit so einem Plattenfirmen, dass man an Markante reiht, dann muss man dem Vertrag leider auch treu sein. Das ist nun mal so. Das kann man auch nicht ändern. Da kann man dann von der Bundesregierung auch nichts erwarten. Da muss man dann leider auch mal durch. Bina, du hast noch. Wir haben noch 5 Minuten. Ich wollte nur noch mal was zu dieser ganzen Streaming-Sache sagen, warum sie nicht nur privatwirtschaftliche Aspekte hat. Deswegen, weil durch die Gesetzgebung bestimmte Transparenzparagraphen anders formuliert werden. Deswegen haben wir ja im Urheberrecht versucht, noch mehr Transparenz rein zu formulieren, was wir teilweise schon geschafft haben, muss ich dazu sagen. Und das sind so Sachen, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir sind ja bei Spotify zum Beispiel nicht Vertragsnehmer, sondern wir sind da ja über Vertriebe oder Label drin. Und da geht es halt eben nur über den Gesetzgeber, wenn es um Transparenz geht. Und wir kämpfen jetzt aktuell immer noch darum, auch gerichtlich teilweise in Hamburg, dass bestimmte vertragliche Aspekte öffentlich gemacht werden, damit wir überhaupt wissen, welche Zahlen unseren Vertragssituationen zugrunde liegen. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man nicht privatrechtlich klären, wenn die Gesetzgebung uns da halt einfach keine Handhabe gibt. Deswegen will ich nur dazu sagen, das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Aspekt, so nach dem Motto, okay, ja, macht, was ihr wollt. Die Politik muss dafür sorgen, dass wir ein Equal Level Playing Field haben. Und wenn wir das nicht haben, aufgrund von Transparenzbedingungen, dann ist das ein Problem, erstens. Und zweitens, kartellrechtlich, kann ich immer nur wiederholen, ist das auch nochmal eine Problematik. Und da werden wir uns auch nochmal widmen. Stichwort Tencent, Stichwort Verflechtung Sony Universal. Und wieder zurück. Wer sich dafür interessiert, kann das mal googeln. Das ist auch ein rechtlicher Aspekt, ja. Das ist auch ein politischer Aspekt, das halt zu klären.
Und da können wir auch nichts machen, ja. Also ich kann mir jetzt nicht einen Anwalt nehmen und sagen, also da gehe ich jetzt mal kartellrechtlich ins Detail. Da brauche ich auch den Erhard und da brauche ich auch parteipolitische Unterstützung. Das wäre es von mir, genau. Okay. Ich würde ganz gerne, auch wenn wir nur noch 2 Minuten haben, einen Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich könnte jetzt sagen, wie sind diese Konzerte? Also ich habe Sven eben getroffen in Regensburg, bevor er dann die Bühne da erklommen hat am Abend. Bei diesen und was weiß ich, am gleichen Tag kam das mit Helge Schneider, der jetzt völlig ausgetickt ist. Ich habe auch gelesen, was Gerhard Polt und die Bürmüsselblasen zu den Konzerten gesagt haben. Kannst du ganz kurz, Sven, das würde mich interessieren, dann habe ich noch eine Frage an die Barbara, die, glaube ich, auch schon wichtig ist für den Kulturbetrieb in Deutschland insgesamt. Wie sind denn die Konzerte? Sind die Bühnen 6 Meter hoch? Ich habe noch keins gesehen. Naja, es hängt davon ab, das ist alles verschieden. Also manche sind diese Strandkorbkonzerte, da sind die Bühnen sehr hoch, die Leute sehr weit weg und man hört von denen und sieht von denen fast nichts, aber das ist trotzdem machbar. Man muss dann auf die Kraft der Musik, immer noch besser als nichts. Was ich aber komisch finde, ist, ich sehe irgendwie 20.000 Leute im Stadion, im Fußballstadion und ich sehe irgendwie, bei uns drehen sie durch, wenn da 500 Leute stehen, die müssen sich dann hinsetzen, da werden dann Stühle auf die Wiese genagelt, also ganz ehrlich mal. Oder die müssen sich so einen Mundschutz vormachen. Und ich meine, das ist irgendwie sowas, wo man einfach sieht, in was für einem Land wir leben, ja? Also welche Stellenwert Kunst hat. Wir sind einfach nur die Arschlöcher, das ist die ganze Wahrheit. Also Fußball, klar wollen die Leute dahin, ist doch logisch, dann lass sie doch rein. Aber bei uns, nö. Ja, und das wirklich dann der Landkreis in letzter Instanz, also bis einen Tag vorher vielleicht noch entscheidet, nee, das findet jetzt nicht statt, da bist du nur am Bibbern die ganze Zeit, ja, haben die Leute schon wieder irgendwelche Tickets, die am Kühlschrank hängen, die erst in 2 Jahren dann gültig sind oder was, das ist schon doof, das hat genervt, aber grundsätzlich muss ich sagen, wir haben dieses Jahr, glaube ich, 22 Konzerte, das ist besser als letztes Jahr, da hatten wir 0 und vor allen Dingen ist es so, dass ich bewundernswert finde, dass die Leute das auch alles mitmachen. Also die freuen sich einfach so sehr, dass sie Musik sehen, muss man auch mal sagen, dass sie sich einfach freuen, dass da überhaupt was passiert, dass sie den ganzen Kram auch in Kauf nehmen. Weil es ist ja auch ist eine mühsame Angelegenheit. Die Veranstalter legen oft noch drauf, weil sich das überhaupt nicht rechnen kann. Das ist alles eigentlich ein Elend, aber irgendwie auch toll, wenn man sieht, wie viel Energie und Liebe da ist bei der Sache. Aber bitte, also wenn man sich die Sportveranstaltung anguckt, dann wundere ich mich schon, wie das zusammengehen soll. Ja, ich lasse so stehen. Streaming, wie siehst du das bei Malern, bei Malerinnen? Ja, da gibt es tatsächlich ein paar adäquate Entsprechungen, muss ich sagen. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, bei performativen Künsten, das ist ja immer so, dass man doch irgendwie dann auch Honorar noch kriegt. Bei uns ist es so, ist seit Jahren und Jahrzehnten Thema Ausstellungsvergütung und irgendwie ist es nicht möglich, anscheinend da irgendwie deutschlandweit oder ja zumindest irgendwie durch die Bank einfach Honorare zu zahlen für Ausstellungen. Ich bin tatsächlich dafür, dass der Konsum von Kunst frei sein muss, dass es nichts kosten darf. Also ich finde das eigentlich gut, das Modell, wie es in anderen Ländern ist, in London oder so, dass man ins Museum gehen kann und es kostet keinen Eintritt. Finde ich eigentlich gut, weil tatsächlich im Gegensatz zu Musik hört ja jeder, also alle Gesellschaftsschichten hören Musik und gehen auch größtenteils zu Konzerten oder zumindest konsumieren sie es einfach. Das ist bei bildender Kunst überhaupt nicht so. Das ist schon tatsächlich irgendwie was Elitäres, wo man irgendwie eigentlich wegkommen müsste. Ansonsten, keine Ahnung, wird es halt immer so ein Bereich sein von Kunsthistorikern oder sonst was, die ins Museum gehen. Und trotzdem wäre es irgendwie aber gut, wenn halt Künstler Ausstellungsvergütung kriegen, weil wir tatsächlich nur über den Verkauf von Bildern Geld verdienen. Also und da sind meistens auch noch Provisionen drauf, sodass ein Drittel weggeht an die Veranstalter oder so. Also das ist tatsächlich, Entschuldigung, ja. Du bist aber gar nicht bei den Grünen, oder? Weil die steht, das ist wie ausgemacht, weil das steht im Wahlprogramm drin. Wunderbar. Das wollen wir. Ja, ich war dafür, weil tatsächlich, man hat die Arbeit, man geht in Vorleistung, man malt die Bilder, wo man eben keinen Auftrag dafür hat, sondern den gibt man sich selber, wie es vorhin Leander schon gesagt hat. Dann baut man auf, man fährt dahin und so weiter und dann hängen die da und am Ende holt man es wieder ab und eigentlich hat man nur draufzahlt. Also tatsächlich, das ist Künstlerhonorar, das ist in der bildenden Kunst einfach de facto nicht vorhanden. Ja. Yes, 20.33 Uhr, wir machen Schluss mit dieser Party, mit dieser Grillparty, die, ich glaube,
ganz anders gelaufen ist, als ich das zumindest gedacht habe. Also super. Wir haben keine Fragen aus dem Chat zugelassen, aber nicht zugelassen, sondern wir haben sie einfach nicht gestellt. Ich bedanke mich aber trotzdem nur stellvertretend bei Michael Duderstedt und natürlich Jörg Heidemann für die Inputs im Chat, die ich immer so mit einem Auge mitgelesen habe. Wie üblich, nicht bei allem stimme ich zu, aber doch bei vielem. Was ich am Anfang vergessen habe, dummerweise, wir haben seitdem wir die Party inklusiv gemacht, zur Inklusion gemacht haben, versuchen wir das barrierefrei hinzukriegen. Das ging heute aus logistischen Gründen nicht, aber wir werden es im Nachgang mit Untertiteln versehen. Es wird auch ein bisschen dauern, bis wir das hinbekommen haben, weil wir ja alle so viel gequatscht haben. Aber schlussendlich auf YouTube wird es dann mit Untertiteln sein, um da eine gewisse Barrierefreiheit hinzubekommen. Ich sage, das erste Mal, als wir auf Popmusik gekommen sind, war, als Cem Özdemir beim Verkehr irgendwie seine Keith Moon Solo-Plattensammlung in die Kamera gehalten hat und ein hohes Lied auf die Covergestaltung der frühen 70er gehalten hat. Mich hat sehr gefreut, dass ihr heute alle dabei wart, auch alle, die zugesehen haben. Ich glaube, dass einiges an Information dabei war. Das Grillgut bei mir ist fertig, ich kann essen jetzt gleich und bis zum nächsten Mal. Wir machen vielleicht vor der Wahl noch einmal was. Da muss es dann schnell gehen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und danke für die Einladung. Gäste, vielen Dank fürs Dasein. Ja, vielen Dank. War ein sehr netter Abend. Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.